Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Redstone schnell erklärt. Heute werde ich euch zeigen, wie man eine funktionierende Klingel in Minecraft bauen kann. In diesem Tutorial werde ich euch eine einfache Klingel zeigen, also quasi einfach nur ein Ding-Dong, also einen höheren Ton und dann einen etwas tieferen, also so ein Ding-Dong. Das wollen wir heute machen. Man kann theoretisch eigentlich auch ganze Lieder damit verbinden, also wir werden das Ganze hier mit Notenblöcken machen und damit kann man eine ganze Menge machen. Allerdings finde ich, für so eine Klingel sollte man es jetzt nicht übertreiben, so ein einfaches Ding-Dong sollte schon reichen. Als erstes müsst ihr euch natürlich überlegen, wie ihr das Ganze auslösen möchtet und am wahrscheinlichsten werdet ihr einfach einen Knopf nehmen, weil das halt aussieht wie eine Klingel und dann macht man Rechtsklick und dann klingelt man. Und wenn ihr das machen möchtet, ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr den nicht zum Beispiel direkt neben der Tür placed. Es sieht natürlich jetzt am besten aus, so kennt man das vielleicht auch aus dem echten Leben, allerdings würde man den jetzt drücken, würde man ja auch die Tür damit schon aufmachen und das wäre ein bisschen komisch, weil man will ja eigentlich nur diesen Sound haben. Und genauso müsst ihr auch mit zum Beispiel Verzierung drauf achten. Wenn ihr hier zum Beispiel so einen Blumenkasten habt, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel nicht hier diesen Knopf hinplacen, weil dann würde er eben auch dieses hier auslösen und generell müsst ihr eben darauf achten, dass ihr keine Redstone-Maschinen irgendwie in der Nähe habt, auch hier zum Beispiel die Fensterläden, das müsst ihr halt irgendwie vermeiden und am besten, also zum Beispiel dieser Block hier, den könnte man jetzt nehmen, weil da eben nichts dran angrenzt, das bedeutet, wenn ich den Knopf drücke, dann kann ich jetzt eine Klingel nutzen und es wird nichts anderes hier irgendwie verändert. Um jetzt eine Klingel zu bauen, benutzen wir wie gesagt Notenblöcke. Wenn man die aktiviert mit Redstone, dann kommen nämlich hier solche Noten raus. Und hier gibt es eigentlich nur drei wichtige Sachen, die ihr wissen müsst. Das erste ist, dass sich hier die Note quasi einstellen lässt. Je mehr ihr Rechtsklick macht, desto höher wird es. Und irgendwann sind wir dann wieder am Anfang angekommen. Ich denke, das kennt ihr soweit. Was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass man darunter Blöcke placen kann, die dann quasi das Instrument ändern. Das bedeutet auch den Sound. Wenn ich jetzt hier mal klicke, dann hört ihr nämlich den Unterschied. Und ich würde tatsächlich euch dieses hier empfehlen, also einen Goldblock darunter. Das sorgt nämlich für so ein Klingelgeräusch. Ich finde, das hier ist so optimal für eine Klingel, um ehrlich zu sein. Da gibt es aber noch verschiedene Varianten. Und was ihr auch noch wissen solltet, ist, dass man keinen Block oben auf dem Notenblock drauf haben kann. Ansonsten kommt nämlich kein Sound, ihr seht das, beziehungsweise ihr hört halt nichts. Und das müsst ihr halt auch noch beachten, weil wir wollen jetzt zum Beispiel in diesem Fall die Klingel unter diesem Haus verbauen, weil da halt theoretisch Platz ist und dann können wir noch eine ganz normale Einrichtung haben. Und da müsst ihr wie gesagt darauf achten, dass eben nicht dieser Boden direkt auf dem Notenblock drauf ist. Als erstes solltet ihr jetzt also erstmal ein bisschen Platz machen. Je nachdem, was für eine Melodie ihr haben möchtet, müsst ihr natürlich dann mehr oder weniger Platz machen. Aber für so ein einfaches Ding-Dong sollte das hier reichen. Aber ihr dürft eben nie vergessen, dass hier ja quasi noch euer Boden hinkommt. Das bedeutet, auf dieser Ebene darf nicht euer Notenblock stehen. Der muss tiefer stehen und dann müssen wir das Ganze nochmal irgendwie verbinden. Also von hier oben müssen wir jetzt Redstone nach unten legen. Das können wir zum Beispiel einfach so machen. Wenn wir jetzt hier den Knopf drücken, dann seht ihr nämlich, dass das Redstone angeht. Und was wir jetzt machen möchten, ist ja wie gesagt ein einfaches Ding-Dong. Das bedeutet zwei Töne. Wir brauchen also zwei Notenblöcke. Der erste soll hier hin, darunter muss dann Gold sein. Und der nächste, den machen wir dann einfach hier hin. Das bedeutet darunter auch wieder Gold. Und dazwischen placen wir jetzt einen Repeater, weil wir wollen ja so ein bisschen das zeitverzögert haben. Die beiden Töne sollen ja nicht gleichzeitig kommen, sondern erst Ding und dann Dong. Und das können wir dann einfach mal einstellen. Also wenn wir jetzt hier diesen Knopf drücken, dann ist es relativ gleichzeitig. Wir machen das mal hier auf die höchste Stufe. Das könnte man schon nehmen, ist vielleicht auch noch ein bisschen schnell. Wenn euch das immer noch zu schnell ist, dann könnt ihr den einfach noch einen Block weiterschieben quasi. Dann kommt da der Notenblock hin und dann macht ihr hier nochmal einen Repeater hin. Ich gucke mal, ob es jetzt besser ist. Das ist schon ein bisschen langsam vielleicht. Wir machen mal auf diese Höhe hier, das müsste dann passen. Ja, okay, vielleicht lassen wir den auch so. Ding, Dong, ja, das kann man, denke ich, machen. Und jetzt soll ja der erste Ton ein bisschen höher sein. Das soll ja Ding und dann Dong. Und deswegen müssen wir hier jetzt einfach ein paar Mal Rechtsklick drauf machen. Wir machen einfach mal 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das klingt schon mal ganz gut, aber ich würde es vielleicht doch noch ein bisschen ändern. Den hier vielleicht auch höher machen. Wir machen mal hier auch 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier nochmal weitere 5, weil der hier muss ja höher sein. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt hören wir uns das nochmal an. Das finde ich ist schon sehr gut. Ich glaube, so lassen wir das. Und so würdet ihr das jetzt auch bei euch machen. Ihr würdet das so einstellen, wie ihr möchtet. Und wenn ihr zufrieden damit seid, könnt ihr das Ganze hier einfach wieder bedecken. Wobei ihr hier natürlich jetzt aufpassen müsst. Hier ist es jetzt nämlich in diesem Fall so, würden wir jetzt hier einen Block placen, dann wäre das hier gekappt, die Verbindung. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier drücke, würde das eben nicht funktionieren. Was man hier machen kann, ist zum Beispiel eine Falltür hinplacen. Die hält das Ganze nämlich nicht auf. Also hier würde es jetzt funktionieren. Allerdings ist eine Falltür natürlich auch anfällig für Redstone. Was man stattdessen machen kann, sind zum Beispiel auch einfach Slabs. Bei Slabs ist es nämlich so, dass es da auch einfach so durchgeht. Und so könntet ihr das dann immer noch machen. Beziehungsweise könnt ihr das natürlich auch einfach anders verlegen. Zum Beispiel könnten wir das einfach hier hinter verlegen. Weil hier haben wir ja sowieso schon einen Block. Und dann geht es halt einfach hier drunter. Und jetzt können wir hier einfach ganz normal alles vollbauen. Und können die trotzdem dann immer noch benutzen, die Klingel. Und das bedeutet, wenn ihr jetzt hier ankommt und ihr möchtet euch erstmal bemerkbar machen, könnt ihr einfach diesen Knopf drücken. Und dann weiß jeder, dass jemand da ist. Und erst dann kann irgendjemand dann euch die Tür aufmachen. Finde ich ist eine ganz nette Sache und werde ich auf jeden Fall auch in meiner Survival-Welt nochmal einbauen.
Ja Leute, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Klingel in die Kommentare. Ich habe noch nie ein Tutorial über Notenblöcke gemacht, vielleicht mache ich das mal öfter. Ich bin so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, weil da wirklich viele Möglichkeiten geboten werden, was man damit alles tun kann. Aber ich hoffe, das Video hat euch wie gesagt gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.